Hallo Kinder! Na, und? Wie geht's? Ja, muss ja, ne? Ja, lange nicht gesehen oder gehört oder was auch immer. Auf diesem Kanal zumindest. Und ich dachte, ich mache mal wieder ein kleines Let's Play, Schrägstrich, Kaddi-Spiel, Schrägstrich, Game-Check. Weil ich einfach das Gefühl habe, Mann, ich habe in letzter Zeit so viele Spiele gespielt, die muss ich alle irgendwie mal vorstellen. Aber letzten Endes bin ich dann doch zu faul und zu hässlich, um mich selbst zu filmen. Und deswegen stelle ich das Spiel jetzt einfach mal so im Kaddi spielt vor. Das ist ja hoffentlich auch für euch akzeptabel. Und wie ihr sehen könnt, es handelt sich um das Spiel RimWorld. Und nein, das ist kein Gay-Porn-Simulator oder so, sondern ich sag mal so eine Mischung aus Minecraft oder Minecraft, als es noch nicht mal richtig Minecraft war, so ganz, ganz am Anfang. Also Minecraft und so Tower-Defense-Spiel, so ein bisschen von oben gesehen. Ja, das ist eine noch nicht mal Alpha und ich habe mir das Spiel besorgt, weil ich nicht einsehe, 30 Euro für eine noch nicht mal Alpha auszugeben. Das habe ich einmal gemacht bei WarZ und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Also, das war der größte Scheiß der Welt. Dieses Spiel ist nicht der größte Scheiß der Welt. Und ich fange jetzt einfach mal an, ja? Also, ich kann ja 10.000 Jahre lang hier über das Intro-Bild ohne Musik reden, aber das interessiert ja keiner. Darum jetzt New Colony. Spielst übrigens auf Englisch. Piu. Und ja, ich nehme mal die Chill Kelly Klassik, weil man kann sich hier zum Beispiel so verschiedene, ich sag mal, Stories, hier steht auch AI Storyteller, so das ist jetzt sozusagen die Loop-lahme, einfache Version davon und sowas. Und da gibt es auch noch irgendwie Random Chaos-Typi und super friendly und so, aber wir wollen schon so ein bisschen, dass da Piraten kommen, die wir abschießen können und sowas. Ich mache einfach mal Next. Und dann kann man sich hier so drei Leute aussuchen. Und hier gibst du Skills. Der hat jetzt gar kein Social, das gefällt mir nicht. Hier, guck mal, er kann sehr gut researchen und so. Und er hat Artificial Arms. Okay, und dann, ja, Social ist auch immer. Also, wenn sie kein Social haben, dann sind sie halt, dann reden die nicht miteinander und sind traurig, das ist doof. Aber, ja, so ist jetzt auch schon gut. Und, ja, der ist auch okay. Alles klar, bam. Ja, das Spiel hat überhaupt keine Musik. Was daran liegt, dass es halt immer noch Pre-Alpha ist, das kommt dann wahrscheinlich erst in der nächsten Version. The three of you awake in your long sleep, sacrophagi to the sound of sin and ripping metal. You barely get to the escape pod before the ship is torn apart. A few hours later you land on this unknown Rimworld. As pieces of the shredded starship fall around you, you start making plans to survive. Okay. Woo! Da bin ich jetzt einfach mal auf irgendeinem Planeten gelandet. So, und jetzt gehe ich. Also, hier liegt jetzt irgendwie so Essen rum und das hier ist Metall. Und jetzt à la Minecraft kann ich jetzt sagen, oh, das und Mine. So, ne? Abbauen. Jetzt gehen sie da alle hin und machen das. Und wenn ich jetzt auf Overview klicke, dann gibt es hier so verschiedene Sachen, die man auswählen kann. Also, das, was ein bisschen dunkler ist, heißt, das können sie nicht so gut. Und das, was ein bisschen heller ist, heißt, das können sie schon etwas besser. Und ja, die haben dann so verschiedene Fähigkeiten, ne? Aber ich mache jetzt einfach mal alles an, weil, ja. Also im Moment ist es jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, also du bist jetzt derjenige, der immer Dinge abbauen soll. Und du bist derjenige, der Pflanzen irgendwie hacken soll. Und so groß ist die Welt. Ist auch random generiert. Und als erstes suchen wir mal eine Energiequelle, weil wir wollen ja eine Basis bauen. Und hier ist absolut gar nichts. Ey, warum ist hier absolut gar nichts? Also ich habe mir jetzt eigentlich so ein Erdloch gewünscht. Ha, sowas, das darf ich haben. Ja, super. Weil das kann ich hier jetzt auf Buildings klicken und dann sage ich, ich möchte einen geothermalen Reaktor, Generator haben. Und den tue ich dann hin. Buh. Und das ist jetzt noch so ein bisschen durchsichtig, weil das müssen sie erstmal bauen. Und einer geht schon hin und hat schon Lust, das zu bauen. Und die anderen hacken da noch fröhlich rum. Und irgendwann erscheinen hier dann, oder dann gibt es so eine Nachricht und dann heißt es, ja, es kommen Piraten. Pass auf.
Und dann muss man sich kloppen mit denen. Das meine ich mit, also einerseits Minecraft, andererseits Tower Defense. Ja, und jetzt baut er das. Und wenn jetzt mehrere dran bauen würden, dann würde es auch etwas schneller gehen. Vielleicht ist er auch einfach sehr schlecht im Bauen. Booth Constructing. Ja, zwei, ne? Nein! Nein! Jetzt habe ich das einmal angeklickt und wieder ausgemacht. Jedoch, scheißegal, dann geh halt, Booth. Du konntest das sowieso nicht, du bist schlecht. Ja, Patterson, Patterson, komm her. Patterson kann das bestimmt besser. Ja, und die Idee dahinter ist dann einfach, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich baue mir hier in dieser Gesteinsformation eine Basis. Also gehe ich wieder auf Orders und sage, hier, Mine hier mal so rein ungefähr. Nein, doch so. Nein, doch lieber so. Ich jetzt schon überlege, wie die Raumaufteilung ist. Wenn man jetzt die Leute anklickt, dann sieht man, was sie für Gedanken haben. Und sie ist fröhlich, weil ihre neue Kolonie da ist. Und sie hatte einen Social Chat sogar dreimal. Und oh, es ist voll ugly hier, ja. Oh, scheiß Gras und so Kakteen und so, ja. Gott, oh, mega ugly. Ja, und sie hat schon so ein bisschen Hunger und ist eigentlich auch ein bisschen müde. Und hier, da kann man dann so, je mehr sie was baut, hier sieht man das, kriegt sie dann Erfahrungspunkte. Ah, fertig gebaut. Und jetzt baut sie da hoffentlich, ja, den Stein ab. Und ihr baut schön das Eisen ab. Das ist auch das einzige Material. Ich weiß gar nicht, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Keine Ahnung. Also, vom Aussehen her habe ich geguckt oder wurde so verglichen mit irgendwie Prison Architect oder so. Oder Prison Simulator oder Gefängnis. Keine Ahnung. Bau ein Gefängnis und seh zu, dass die Leute nicht sterben oder dich umbringen. Und so ähnlich sieht das wohl auch aus. Ist vielleicht dieselbe Engine, weiß ich nicht. Aber dieses Spiel gefällt mir irgendwie mehr, weil so Raumschiff und Science Fiction und Dinge abbauen und so. Das macht mir mehr Spaß als wie Gefängnis oder sowas. Das ist doof. So, und hier sind jetzt rote Kreuzchen. Wenn man ranzoomt, sieht man, wie viel das ist. Und hier oben ist so das Geld, was ich habe. Das Geld kriege ich später durch Handel. Aber ich habe ja noch nicht mal eine Kommunikationskonsole oder sowas. Komischerweise, also ich könnte jetzt auch hier drauf gehen. Ich habe nämlich gerade gesehen, hier liegt eine Waffe. Und dann sage ich jetzt dem Typ da, Piu, geh in Kampfmodus. Pff, dann macht er gar nichts mehr, aber dafür kann ich ihn so rumschicken, wie ich will. Und dann auch sagen, keine Ahnung, klopp dich mit der. Oder sowas. Aber er soll jetzt die Waffe ausrüsten. Und also ich muss jetzt eigentlich gar nicht irgendwie denen Befehle erteilen, sondern die machen das dann halt nach Priorität. Dieses Overview ist dann so die Priorität, die sie haben. Und wenn alles geklickt hat, dann hat alles Priorität und dann machen sie einfach alles. Und wenn ich hier irgendwas angeklickt habe und so, machen die es da und naja, so wie sie gerade lustig sind. Und da kann ich jetzt auch mal sagen, das könnt ihr auch einsammeln. Bip. Und das Essen auch, bevor ihr das so, wie es ist, aufesst. Und ja, so das Spiel ist irgendwie noch nicht so richtig ausgeklügelt. Jetzt nimmt er das und tut er das hier. Nein! Du isst jetzt nicht 30 Food-Einheiten auf einmal. Oder? Wie viel hast du jetzt bitte? Du hast 30 Food-Einheiten gegessen. Bist du bescheuert? Du scheiß Boost, du bist für nichts zu gebrauchen, ey. Gott! Mach das nie wieder. Ja, also damit diese Food-Einheiten nicht essen, muss man halt sagen, komm hier, wo ist mein Loch? Gehen wir nochmal auf Structure. Nee, Buildings. Hier gibt es so einen Futterautomat. Tue ich einfach mal dahin. Und wenn sie den fertig gebaut haben, dann holen sie sich da immer so ihr Essen und ja, so, man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, hier, diese Pflanzen sollen abgebaut werden. Entweder kann man die Pflanzen komplett wegschneiden, wenn man die blöd findet, oder halt sagen, Harvest Plants, also, ne, ernten. Oder hier so ein paar Beeren und hier so, Gras. Das schmeckt ganz lecker. Das ist Salat bestimmt. Und das ist auch im Moment das Einzige, was sie ernten können. Oh, da ist noch was. Also, was man
wie man das ja so kennt von Pre-Alpha. Es ist noch nichts Ganzes, es ist noch nicht alles richtig fertig und man könnte viel mehr Sachen machen. Und die wollen, glaube ich, auch, wenn man jetzt mal so einen Charakter anklickt hier, unsere liebe Patterson bei Charakter, da steht dann zum Beispiel auch Cooking oder Medicine oder Artistic oder Crafting. Das gibt es noch gar nicht im Spiel, habe ich nicht gesehen. Also, ich habe das ja jetzt auch schon, ich sag mal, ziemlich lange gespielt, sodass ich mich damit auskenne. Und das soll dann später noch irgendwann kommen. Also ich glaube, da kann richtig was draus werden. Und ich wollte das jetzt einfach mal so zeigen, weil ich weiß, wenn es dann irgendwann tatsächlich als. Du sollst nicht die ganze Food-Ration essen, nachher verhungern ihr. Geh doch da, du sollst das bauen. Mann. So schlecht war ich noch nie. Ja, also wenn sie nichts zu essen haben, dann essen sie halt das, was herumliegt. Und das ist nicht so. Nein, Patterson, nein! Ich schlag dich gleich. Ich sag, bleib mir dir so die Schlangen. Weißt du was? Ich sag jetzt, du sollst das jetzt. Ich bin jetzt böse und sag, du sollst das. Die Priorität Futter einsammeln und nicht essen. So. Ja, dann ist es nämlich weg und ihr könnt es nicht einfach so essen. Böse Patterson. Ja. Ja, wir bauten das Futter-Dingsi, den Futterspender. Und auch eine Sache, woran man merkt, dass sie, dass das Spiel noch nicht so ganz ausgeklügelt ist. Sie sind unglücklich, wenn sie dieses Futterzeug da essen. Was momentan eigentlich die einzige vernünftige Futterquelle ist, außer Pflanzen so ne, vom Busch zu essen. Aber die hat man ja nicht immer. Ignorieren Sie den Krankenwagen im Hintergrund. Und damit das hier alles schöne Struktur hat, kann man jetzt auch sagen, hier, bau mal eine Wand dahin. So, hier, das. Und eine Door. Und dann ist das auch gleich schön überdacht und so. Und dann kann ich da die Bettchen hinstellen für die Leute. Weil sie jetzt im Moment schlafen sie alle noch draußen, so ein Feldbett und so, dann sind sie unglücklich, weil sie sagen, ich musste mit den anderen zusammenschlafen, ich hasse die, ich will ein eigenes Zimmer, wir sind zwar auf einem völlig irgendwie einen alten, auf einem völlig fremden Planeten oder so, aber ich will nicht mit denen hier sein, ja. Bau mir bitte ein eigenes Zimmer mit Topfpflanze. Okay, dann macht man das halt, ne? Und ich baue meine Bude übrigens hier in den Fels rein, weil dann ist man immer richtig. Also, da ist man relativ gut geschützt, wenn da mal so Attack ist von den bösen Raidern, so von den Piraten. Oh. Ja, was mache ich denn jetzt? Erstmal müsst ihr noch mehr kaputt machen. War das. Aber hier kommt jetzt das erste Zimmer hin, so, ne? Und noch ein bisschen größer. So. Ja, ich glaube, das reicht. Und dann nochmal dasselbe hier. Ja. Gut, dann haben wir das. So, und dann. Ja, hier irgendwie auch noch und da und keine Ahnung. Ich wollte das ja nur so zeigen, ne? Ach, dann macht hier einfach alles weg. Mir doch egal. Dann mache ich jetzt mal schneller vorne auf. Piu, 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 piu. Oh, warte, warte, warte. Siehst du, jetzt hat er sich da so ein Foodpack aus dem Ding geholt. Und bevor die auch nur auf die Idee kommen, sich wieder in ihre Feldbetten zu legen, verkaufe ich die. Ja. Das Verkaufen-Symbol. Ich will das verkaufen. Da. Ja, jetzt könnt ihr nicht mehr schlafen. Jetzt steht da Need Colonist Bed. Building disconnected. Achso, hier, die Tür ist disconnected. Ja, aber ihr arbeitet jetzt so lange, bis ihr nicht mehr könnt. Ihr dürft nicht schlafen gehen. Auch wenn ihr müde seid. Ich will, dass das alles weg ist. Wisst ihr Bescheid, ne? Gut. Hier, dafür kriegt ihr aber auch eigene Zimmer und alles. Oh, ich will die Wand bauen! Die Wand, die Wand, die Wand, die Wand, die Wand, die Wand! So, hier irgendwie, ja. Und jetzt Furniture. Und gibt es hier so ein paar Sachen. Ich habe keine Ahnung, der kriegt jetzt ein Bett. Das soll so sein. Und ich habe kein Metall. Oh. Ja, dann geht hier das mal einsammeln. Booth, du bist für nix gut. Du gehst jetzt Metall einsammeln.
Weil ich muss ja auch unbedingt ein Bett aus Metall haben, damit das schön quietscht beim Rummachen. Yeah. That's how I roll.